Willkommen zur Pressekonferenz nach Spieltag 36 in der deutschen Eishockey-Liga. Krefeld-Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings. 3664 Zuschauer sehen einen 5:2-Erfolg der Pinguine. Und ich darf beide Trainer hier in der Pressekonferenz begrüßen. Helmut Raaf von unseren Gästen aus Schwenningen, schönen guten Abend. Und Franz Fritzmeier, den Trainer der Krefeld-Pinguine, ebenfalls herzlich willkommen. Beide Trainer bitte ich um ihre Statements. Herr Raaf, Ihr Statement zuerst. Ja, es war für uns, wir kamen sehr, sehr schwer in das Spiel rein. Krefeld hat von Anfang an sehr, sehr viel Druck gemacht. Ich bin nicht zufrieden, wie wir eigentlich dagegen gehalten haben. Wir haben am Anfang, gerade im ersten Drittel, steht es 2-1-1, aber ich glaube, wir konnten uns bei unserem Torwart bedanken, dass es da nicht schon höher steht. Ab dem zweiten Drittel war das Spiel sehr, sehr zerfahren. Wir sind gar nicht in das Spiel gekommen, wir kamen nicht richtig in die Zweikämpfe. Im letzten Drittel sah ich meine Mannschaft dann etwas besser. Wir haben wenigstens einige Chancen gehabt, haben das leider nicht genutzt. Und wenn man das ganze Spiel sieht, war das ein verdienter Sieg für Krefeld. Gratulation, Franz, und für deine Mannschaft und für dich zu dem Sieg. Dankeschön, Helmut Raaf. Ja, Franz, dein Statement zum Spiel heute. Ja, guten Abend und danke, Helmut. Ich denke, Helmut hat schon ganz gut analysiert. Wir haben sehr gut angefangen heute, haben wieder leider unsere Chancen nicht genutzt. Und wenn es dann nur 1-1 steht, ist es natürlich nicht so leicht. Ich denke, beide Mannschaften hatten relativ viel Druck heute. Aber wir haben dann Gott sei Dank heute unser Überzahlspiel genutzt und 3 Tore gemacht. Und ich denke, danach schlussendlich in der Höhe verdient gewonnen. Wichtig war natürlich wieder, dass wir hinten nicht so viel zugelassen haben und heute endlich mal wieder nur 2 Gegentore bekommen haben. Das ist immer die Basis für einen Erfolg und wie gesagt, vorne dann überzahlte Tore gemacht haben und wie der Helmut auch sagt, denke, der Sieg geht in Ordnung und war extrem wichtig für uns. Danke. Dankeschön, Franz. Gibt es Fragen der Pressevertreter? Nö. Dann darf ich Ihnen natürlich noch einen schönen Abend wünschen, unseren Gästen aus Schwenningen eine gute und sichere Heimreise. Viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf und wir sehen uns dann hier wieder am 22. Januar im Königpalast zur Partie der Krefeld-Pinguine gegen die Thomas Sabo Ice Tigers um 19:30 Uhr dann an diesem Freitagabend. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.